1866 gründete Franz Paul Hamberger die Industriewerke Hamberger auf dem Ziegelberg. Schon früh stellte der Gründer sein Unternehmen auf mehrere Standbeine. So baute er mit einer Zündholzproduktion, einem Sägewerk und einer Ziegelei ein weit gefächertes Produktangebot auf. Was zunächst mit bescheidenen Anfängen begann, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem florierenden Unternehmen. Im Juni 1912 verstarb Franz Paul Hamberger. Seine Söhne Franz Paul II. Und Max Hamberger waren es dann auch, die im gleichen Jahr bedeutende Weichen für die Zukunft des Unternehmens stellten. Mit der Fabrikation von WC-Sitzen gründeten sie ab 1912 einen Produktbereich, der einige Jahre später den Markennamen Haro weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt macht. Leider verstarb Max Hamberger bereits im Jahr 1914 und so führte Franz Paul Hamberger II. Das Unternehmen als alleiniger Geschäftsführer. »1916 erwarb er das Gut Filzenhof in direkter Nachbarschaft zum Ziegelberg, das insbesondere während des Ersten Weltkrieges der Versorgung der Hamberger Mitarbeiter diente. Zusammen mit einem treuen Stamm von Mitarbeitern gelang es ihm, die Zündholzproduktion, die Ziegelei und das Sägewerk auszubauen.« Gemeinsam überstand man die Krisenjahre des Ersten Weltkrieges und der Nachkriegszeit und legte das Fundament für den weiteren Ausbau des Unternehmens. Das Unternehmen entwickelte sich erfolgreich weiter. 1920 übernahm bereits die dritte Generation mit Franz und Max II. Sowie 1923 mit Rudolf Hamberger zusätzlich Verantwortung. Sie modernisierten und erweiterten die Produktion von Zündhölzern, Ziegeln und des Sägewerkes, mussten sich aber durch den Tod von Franz Paul Hamberger II. Im Jahr 1945 und dem Wiederaufbau des Unternehmens nach dem Zweiten Weltkrieg großen Herausforderungen stellen. Das einsetzende Wirtschaftswunder bescherte zuerst der Ziegelei einen Boom, dann auch der WC-Sitzfabrik und der Zündholzproduktion. Mit dem Einstieg in die Parkett- und Sporthallenbodenproduktion, einer Erweiterung der WC-Sitzproduktion, dem Neubau der Zündholzfabrik und der Modernisierung der Ziegelei verliehen Franz, Max II. Und Rudolf Hamberger dem Familienunternehmen in den folgenden Jahrzehnten wichtige Impulse. Währenddessen traten auch die Söhne von Rudolf Hamberger, Peter und Rudolf Hamberger II. In den 1960er Jahren als vierte Generation in das Unternehmen ein. Die Ziegelei erzielte bis zur Zerstörung durch einen Großbrand 1968, die Zündholzfabrikation bis zur Aufhebung des Zündwarenmonopols 1983 neue Produktionsrekorde. Bereits 1976 erkannte Peter Hamberger die Bedeutung des Do-it-yourself-Trends und startete mit eigenen Haro-Baumärkten einen neuen Geschäftszweig. Nach dem Tod von Max Hamberger II. Im Jahr 1987 war es nun die alleinige Aufgabe von Rudolf II. Und Peter Hamberger, das Sägewerk, die WC-Sitzfertigung, die Parkettproduktion und das Laminatbodengeschäft durch neue Produktionswerke und internationale Vertriebsaktivitäten weiter auszubauen. 2002 übernahm mit der Ernennung von Dr. Peter M. Hamberger zum Geschäftsführer die fünfte Generation Verantwortung an der Unternehmensspitze. Zum wiederholten Male arbeiten damit zwei Generationen gemeinsam in der Unternehmensführung und garantieren dadurch Kontinuität und Stabilität für die Zukunft. Unter ihrer Leitung ist die Hamburger Industriewerke GmbH im Jubiläumsjahr ein Unternehmen mit weltweit mehr als 2300 Mitarbeitern, das in Deutschland und in 90 Exportmärkten über 300 Millionen Euro im Jahr umsetzt.
Vermutlich hätte sich der Firmengründer, Franz Paul Hamberger, 1866 in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, welche Bedeutung sein Unternehmen 150 Jahre später erlangen würde. Was er damals vielleicht hoffte, aber nicht sicher wissen konnte, ist bis heute einer der Erfolgsgaranten des Unternehmens geblieben. Der Verbleib im Besitz der Familie, die sein Vermächtnis über 5 Generationen hinweg mit der Kombination aus Tradition und Fortschritt zu immer neuen Erfolgen führt. Die Unruhigen und Mutigen sind es, die die Welt bewegen. Denn Genügsamkeit kennt keinen Fortschritt.